Bündnis 90 Die Grünen. Irre viele Fragen bekommen, Frau Lang. 10.000 Kommentare, das ist mehr als der Bundeskanzler bekommen hat, mehr als doppelt so viele. Ihr könnt weiter Fragen stellen an Ricarda Lang, an frag-selbst@tagesschau.de oder in allen Threads, die jetzt laufen, die kommen dann bei mir an. Frau Lang, und ganz viele von diesen Postings waren aber Hasspostings. Das wollen wir gleich am Anfang einmal deutlich machen. Das ist besonders schade, weil man hier die Möglichkeit hat, wirklich Fragen direkt an Sie zu wenden. Aber das ist nicht zu verschweigen. Und passend dazu hat Kerstin Reintke auf Facebook gefragt, Ricarda, wie gehst du mit diesen ganzen Menschen um, die hier wieder fleißig beleidigend kommentieren? Ich muss sagen, dass ich das mittlerweile ganz gut ignorieren kann. Manchmal tut es mir fast eher leid, weil ich mir denke, die Zeit könnten die Leute doch schöner verbringen, was mit ihrer Familie unternehmen, als spazieren gehen, als ins Internet irgendwie Hassbotschaften zu tippen. Was mir wirklich mehr Sorgen macht als meine eigene Situation ist, dass wir zunehmend erleben, dass es Kommunalpolitiker trifft. Ehrenamtliche, die sich viel weniger schützen können. Und da geht es wirklich an das Fundament der Demokratie ran. Ich glaube, die müssen wir noch besser schützen. Das hat ja aber viele Implikationen. Shari-19 hat über Instagram dazu gefragt, wie will man gegen Hass und Mobbing im Netz vorgehen? Welche Lösungsmöglichkeiten bieten die Grünen dazu an? Es gibt einmal natürlich die sozusagen politisch-gesetzliche Ebene. Da ist mit dem Digital Service Act auf europäischer Ebene ist auch eine bessere Grundlage geschaffen worden, wie man die Plattform in die Verantwortung nimmt, wenn es darum geht, zum Beispiel Inhalte zu löschen oder es auch möglich zu machen, dass Dinge strafrechtlich verfolgt werden. Das Zweite ist tatsächlich die strafrechtliche Verfolgung. Ich zeige da, wo es wirklich beleidigend oder vor allem auch körperliche Drohungen werden, an, weil man sehen muss, dass das Netz kein straffreier Raum ist. Und dafür müssen dann aber auch die Polizeien, die Richter, so gut ausstatten und so gut auch in diesen Bereichen schulen, dass sie damit richtig umgehen können. Und das Dritte ist natürlich aber auch eine Frage von gesellschaftlicher Solidarität. Ich glaube, hier ist die digitale Bildung an den Schulen wichtig und dass wir auch alle klar haben unter uns. Und ich finde, da haben wir auch dazugelernt in den letzten Jahren. Unter Demokraten ist man unterschiedlicher Meinung, streitet man hart in der Sache. Aber wenn einer oder eine von uns von Rechtsextremen angegriffen wird, dann steht man zusammen. Kommentare gibt, die jenseits von Gut und Böse sind, sind das eine. Aber es gibt ja auch eine politische Frage nochmal. In der Politik geht es um Beliebtheit. Also insofern ganz wegwischen kann man es auch nicht. Macht Ihnen das vor diesem Hintergrund Sorgen, denn Sie wollen und müssen auch gewählt werden? Und im Wahlkampf zum Beispiel, im Wahlkreis, hatten Sie kein gutes Erststimmergebnis in Backnang. Das war, glaube ich, das schlechteste in ganz Baden-Württemberg. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber tatsächlich ist das ein Auftrag, dort Vertrauen zu gewinnen. Ich glaube, ich bin in einen Wahlkreis reingekommen, wo ich nicht dauerhaft gelebt habe und wo es dann vielleicht auch ein bisschen Vorurteile gab, im Sinne von, das ist einer aus Berlin, die hat nichts mit uns zu tun. Jetzt bin ich sehr viel dort vor Ort und es geht natürlich darum, Vertrauen aufzubauen. Ich würde diese Kommentare, die einfach widerliche persönliche Sachen schreiben und so, die mache ich nicht zum Maßstab meiner Politik. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es Franz Josef Strauß war, der mal gesagt hat, everybody's darling is everybody's step. Aber natürlich, es geht darum, Vertrauen aufzubauen. Und das versuche ich durch gute Arbeit zu tun, indem ich Empathie habe. Ich glaube, das macht eine gute Politikerin für mich aus. Empathie, Zielstrebigkeit und das Land nach vorn zu stellen. Wir machen jetzt schnell weiter. Ganz viele Userinnen und User haben uns zum Thema AfD und den aktuellen Umfragen gepostet. Nathan Hill zum Beispiel, er möchte wissen, kommt für die Grüne Partei eine Zusammenarbeit mit der AfD auf kommunaler Ebene in Frage? Nein. Wir haben eine ganz klare Beschlusslage und das ist auch eine Linie, die ich ganz klar vertrete als Parteivorsitzende. Und ich erwarte es übrigens auch von allen anderen demokratischen Parteien. Keine Zusammenarbeit mit der AfD heißt keine Zusammenarbeit mit der AfD. Nicht in Europa, nicht im Bund, nicht im Land und nicht auf kommunaler Ebene. Nur die Nachfrage, wenn nein, und das haben Sie ja jetzt sehr, sehr deutlich beantwortet, welche Konsequenzen ziehen Sie denn als Partei, wenn es Fälle gibt, wo Grünen-Mitglieder in Räten, Gemeinderäten zum Beispiel doch mit AfD zusammen stimmen? Das ist ja in Backnang gerade oder im letzten Jahr passiert und jetzt öffentlich geworden. Da intervenieren wir natürlich, das ist ganz klar, weil wir haben eine klare Linie als Partei, nicht nur übrigens als Bundespartei, sondern auch als alle Landesverbände und arbeiten darauf hin, dass sowas in Zukunft nicht mehr vorkommt. Ich glaube, jede Partei hat solche Fälle, wo das passiert ist, aber es macht einen großen Unterschied, ob von der Parteispitze das toleriert wird oder ob es da die Klarheit gibt. Helmut Kohl als Parteivorsitzender hat früher direkt zum Hörer gegriffen und die Leute selber angerufen. Machen Sie sowas auch? Ja, häufig. In diesem Fall? Werde ich machen.
Tim Schmidt fragt über Insta, was halten Sie von Friedrich Merz' Äußerungen? Da spielt er aufs ZDF-Sommer-Interview an. Und wo sehen Sie seine politische Zukunft? Ich halte das für eine große Gefahr, was er dort getan hat. Denn er hat ja ausgehend von der Situation Sonneberg, die bestimmt eine schwierige ist für alle Kommunalpolitiker, gar keine Frage, pauschal die Kommunen ausgenommen, was die Zusammenarbeit mit der AfD angeht. Obwohl das ja der Ort ist, wo Demokratie ganz konkret gestaltet wird, das Fundament unserer Demokratie, er ist danach zurückgerudert. Aber ein Parteivorsitzender, der entweder hier bewusst den Tabubruch begeht oder nicht weiß, was er da sagt, dafür habe ich ehrlich gesagt ziemlich wenig Verständnis, ging ja auch vielen in der Union so. Ich erlebe bei der Union gerade eine irrlichternde Partei, die nicht weiß, ist sie die Union von Friedrich Merz oder von Daniel Günther, ist sie die, die eine Brandmauer hat oder die sie anzweifelt. Und das kann man als Parteivorsitzender einer anderen Partei, könnte man das sogar strategisch gut finden. Als Demokratin muss ich sagen, ist das ein Trauerspiel. Da passt die Frage von Menat, der uns über Twitter geschrieben hat, vielleicht war es ja auch eine Sie. Auf jeden Fall ist die Frage, wenn morgen Wahl wäre, ist eine Koalition mit der CDU auf Bundesebene aktuell überhaupt denkbar? Wie ich gerade gesagt habe, wir wüssten ja gar nicht, welche CDU das wäre. Wäre es die von Friedrich Merz, wäre es die von Daniel Günther? Wir haben Länder, in denen wir sehr gut zusammenarbeiten. Ich denke zum Beispiel an Nordrhein-Westfalen, ich denke an Schleswig-Holstein, ich denke an Baden-Württemberg, wo man gute Lösungen gemeinsam auf den Weg bringt. Muss aber auch sagen, im Bund bin ich im Moment sehr froh über die Koalition, in der wir sind. Lieber streite ich mich mit zwei Parteien, die auch was wollen, als mit einer zu regieren, die eigentlich da gerade nichts will. Halten wir fest, Ricarda Lang ist mit der Ampel sehr zufrieden, trotz der vielen Streitigkeiten. Aber Simon hat uns über YouTube gefragt, welche Klimaschutzmaßnahmen sind in dieser Amtsperiode noch in Planung? Weil man schon den Eindruck eben haben kann, dass mit der Heizungsdebatte war schwierig. Vielleicht will man da jetzt erstmal keine weiteren Projekte mehr. Tatsächlich haben wir sehr, sehr viele Projekte schon auf den Weg gebracht. Also ein paar wurden ja, haben Sie jetzt mit Heizungsgesetz schon angesprochen, insbesondere was den Ausbau der erneuerbaren Energien angeht. Ich schaue auf manche Sachen im Verkehrsbereich. Wir arbeiten nach wie vor am Straßenverkehrsgesetz, also dass zum Beispiel auch es mehr Möglichkeiten für die Kommunen gibt, hier einzugreifen. Ich fände es sinnvoll, wenn sie auch zum Beispiel Tempolimits auf 30 runtergehen könnten, Kommunen, wenn das einfach vor Ort entschieden wird. Tatsächlich ist aber, glaube ich, aus meiner Sicht die entscheidendste Frage, vor der wir gerade stehen beim Klimaschutz, ist die der Investitionen. Wir sehen, dass weltweit investiert wird, USA, China, in den USA jetzt mit dem Inflation Reduction Act Milliarden Geld, so dass man dafür sorgt, dass sich neue Technologien, erneuerbare Energien, damit auch sichere Jobs dort ansiedeln. Und bei diesem Wettrennen dürfen wir nicht ins Hinterzimmer geraten. Das heißt, wir brauchen jetzt eine neue Investitionsagenda für Deutschland. Das heißt aber, wenn ich da nochmal nachfragen darf, Sie sagen, die zweite Hälfte dieser Legislaturperiode muss jetzt die Wirtschaft ins Zentrum rücken und den Klimaschutz haben wir im Grunde abgearbeitet. Nein, überhaupt nicht, weil dieser Widerspruch, den Sie gerade aufgemacht haben, für mich gar nicht existiert. Also es geht nicht so, dass wir uns entscheiden, machen wir jetzt Klimaschutz oder machen wir jetzt Wirtschaftspolitik, sondern indem wir jetzt investieren in klimaneutrale Produktionsweisen, in Klimaverträge mit der Industrie, dadurch schaffen wir den Wohlstand für die Zukunft, sichern auch den, den wir jetzt haben und begehen den Weg hin zur Klimaneutralität. Und auf dem Weg dorthin werden wir noch viele, viele weitere andere Sachen auf den Weg bringen. Da mache ich mir keine Sorgen in den nächsten zwei Jahren. Und wir haben viele, viele weitere Fragen. Kijan 1369 über YouTube hat gefragt, wie konnten es die Grünen mitverantworten, dass die Sektorenziele zur Reduktion von Treibhausgasen abgeschafft wurden. Das war ein klassischer Kompromiss innerhalb dieser Koalition. Das ist klar, dass das anders aussehen würde, wenn wir Grüne alleine regieren würden. Bei dem Gesetzesvorschlag, wie er jetzt auf dem Tisch liegt und in den Fraktionen verhandelt wird, ist für mich der wichtige Punkt daran, das muss auch beibehalten werden, dass weiterhin die Ressourcen eine Verantwortung übernehmen. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, dass man sich gegenseitig aushält, wenn zwar einzelne Sektoren nicht die Klimaziele erreichen, aber alle zusammen, also Deutschland als Ganzes, die Klimaziele erreicht, dann kann man sich aushelfen. Wenn wir aber insgesamt als Land unsere Klimaziele in der Prognose nicht erreichen, dann muss es weiterhin ein Klimaschutzprogramm geben. Und da müssen auch weiterhin die Sektoren die Hauptverantwortung tragen, die zum Nichterreichen beigetragen haben. Das muss erhalten bleiben. Jonas Pautner hat geschrieben über Insta und will wissen, wird das Klimageld noch in dieser Legislaturperiode kommen? Ich finde, wir brauchen bis zum Ende des Jahres einen Auszahlmechanismus für das Klimageld. Wird es diese Legislaturperiode kommen, war die Frage. Ja, das heißt, wir sollten nur mit einem Klimageld aus dieser Legislaturperiode rausgehen, ja. Okay. Dr. Dementi über Twitter, glauben Sie wirklich, dass Deutschland in seinem aktuellen Zustand ein Vorbild für die Energiewende ist? Ja.
Wenn wir uns anschauen, wir schaffen es hier gerade Stück für Stück, weil wir ja nicht mehr nur über Ausstiegsdebatten, die wir in den letzten Jahren sehr viel geführt haben, sondern Einstiegsdebatten, unser Energiesystem umzustellen, damit auch enkeltauglich zu machen. Und ich glaube, das muss das Ziel sein, dass wir am Ende ja auch als Industrieland beweisen, man kann das machen, man kann es sogar mit Wohlstand, Jobs, Infrastruktur verbinden. Das ist das Ziel für die nächsten Jahre. Frank-Peter Meyer will wissen, hat uns über Twitter geschrieben, was halten Sie von der Verseuchung der Nord- und Ostsee durch LNG-Terminals und Chlor? Beschäftigt viele, jetzt auch gerade in Rügen. Ja, ich weiß. Die Debatte um LNG-Terminals ist natürlich für uns keine einfache, auch als Grüne, das kann ich Ihnen versichern. Ich finde, dass es richtig ist, dass wir im letzten Jahr in einer Ausnahmesituation mussten schnell unabhängig werden von russischem Gas, haben das innerhalb von einem Jahr geschafft, aber damit natürlich jetzt auch einen Weg für die nächsten Jahre gezeichnet, wo man Ersatz dafür schaffen muss, dass wir da bereit waren, über unseren Schatten zu springen, pragmatische Entscheidungen zu treffen. Wichtig wird es sein, dass man irgendwann den Umstieg auf Wasserstoff schafft, also keine Locked-In-Investitionen hat, sondern dass man tatsächlich einen Wechsel schafft. Aber ich finde es richtig, dass wir als Grüne gesagt haben, wir gehen aus unserer Komfortzone raus. Frau Lang, wir machen eine Schnellfragerunde. Ganz kurze Antworten bitte. Wer ist Ihr politischer Hauptgegner? Die AfD. Wer ist Ihr politisches Vorbild? Na, Hauptgegner, das stimmt nicht. Sorry, wenn ich nochmal so... Hauptfeind habe ich gerade. Hauptgegner, würde ich eher sagen, die Probleme im Land. Mein politisches Vorbild, ich finde Jacinda Ardern sehr beeindruckend. Mit wem aus einer anderen Partei verstehen Sie sich persönlich besonders gut? Ach, gibt's unmerklich viele. Roderich Kiesewetter, Johannes Vogel, Kevin Kühnert, ein paar. Alles Männer, schon mit dem 49-Euro-Ticket nach Sylt gefahren. Nach Sylt nicht, und ich hab's auch nicht, aber ich freue mich, dass ich jetzt gesehen habe, dass die Nutzung von Bahn und Bus dadurch ein Viertel zugenommen hat, was großartig ist. Was war Ihr erster Ferienjob? Reiterferienbetreuung. Glauben Sie an Gott? Nein. Wann tritt die Ukraine der NATO bei? Hoffentlich irgendwann, aber ich bin keine Cassandra und es wäre falsch, da etwas zu versprechen. Die letzte Generation stärker bestrafen, ja oder nein? Das Recht durchsetzen. Wie weit kommt Deutschland bei der WM? Uff, hoffentlich ins Finale. Letzte Frage, Barbie oder Oppenheimer? Beides. Wir sind durch und machen weiter mit dem Thema Asylmigration. Hat sehr, sehr viele auch beschäftigt. Arman Crossmann hat uns eine Mail geschrieben. Vielen Dank dafür, Herr Crossmann. Finden Sie es richtig, Frau Lang, dass Kriegsdienstverweigerer aus Russland in Deutschland kaum Chancen auf Asyl oder Flüchtlingsschutz haben? Nein, ich fände es tatsächlich sinnvoll, wenn man da eine Regelung findet. Das ist nicht ganz unkompliziert, das ist mir bewusst. Aber dass eben auch diese Kriegsdienstverweigerer, das ist ein Krieg, der sich gegen ein demokratisches Land wendet, eigentlich gegen die internationale Ordnung als solche. Und wenn Menschen da nicht mitmachen wollen, sollten sie dafür Schutz erfahren. Und das ist eigentlich eine Aufgabe, die man schaffen müsste. Ist das was Sie angehen wollen? Ich fände es sinnvoll, wenn man das angeht, ja. Samosa hat über Insta geschrieben, warum haben Sie als Teil der Ampel dem EU-Flüchtlingsdeal zugestimmt? Muss man vielleicht noch einmal sagen, vielen ist es noch zu wenig, weil sie sagen, das bringt die Flüchtlingszahlen vielleicht nicht genug runter und es kommen immer noch viele. Aber bei den Grünen ist es ein Riesenthema, weil sie sagen, wie konnten Sie dem zustimmen? Ja, das war für uns natürlich auch eine schwierige Debatte. Ich glaube, es geht natürlich aber nicht als Erstes um uns als Grünes, sondern darum, wie wir uns eigentlich als Europa aufstellen. Es wurde jetzt eine Einigung gefunden, die auf der einen Seite verpflichtende Grenzverfahren vorsieht, was ich asylpolitisch sehr, sehr schwierig finde. Auf der anderen Seite leichte Fortschritte, was das Thema Verteilung angeht. Leider keinen verbindlichen Verteilmechanismus, aber mehr Verbindlichkeit, könnte man sagen, wenn es um das Thema Verteilung geht. Jetzt geht das in die Trilogverhandlungen. Das heißt, es wird weiter verhandelt zwischen dem Rat, dem Europäischen Parlament, der Kommission und unser Ziel ist, dass wir da noch Verbesserungen rausholen. Das wäre zum Beispiel eine Ausnahme für Kinder und ihre Familien. Like.tobi über Insta zu uns gekommen, sagt, ich hätte gerne ein klares Statement zum Kurs der Grünen in der Flüchtlingspolitik. Verfolgen die Grünen weiterhin ihre Wir-haben-Platz-für-alle-Linie oder ist inzwischen etwas Realismus eingekehrt? Ich wüsste nicht, wann wir diese Linie verfolgt haben. Wir haben eine Linie verfolgt von Humanität und Ordnung, wo wir gesagt haben, wir wollen Registrierung an den Grenzen, wir wollen wissen, wer kommt, wir wollen eine Verteilung, wir wollen eine Unterstützung von Kommunen. Ich finde übrigens, das ist eine Aufgabe, für die wir stehen, dass es eine dauerhafte finanzielle Unterstützung gibt und nicht nur einmalig. Und wir wollen dann aber auch eine Integrationsoffensive, sodass Menschen, die hierher kommen und hier am Ende auch arbeiten wollen, zum Beispiel im Spurwechsel die Möglichkeit haben, das zu tun, das zum Beispiel die Anerkennung von ausländischen Abschlüssen würde übrigens auch ganz konkret die Kommunen unterstützen, die gerade teilweise überfordert sind. Zum Schluss noch mal ein Ritt durch einige andere Themen, weil das Interesse so groß war. Jonas Pautner möchte wissen, wie viel Geld sollte es für die Kindergrundsicherung geben?
Ich glaube, wir sind ganz gut damit gefahren, wegzukommen von Zahlenschlachten öffentlich genug, dass alle Familien erreicht werden und dass für armutsgefährdete Kinder mehr drin ist. Heißt das, es war ein Fehler, dass die grüne Familienministerin da immer auf den 12 Milliarden rumgeritten ist? Nein, überhaupt nicht. Sie hat gesagt, was sozusagen in ihrem Konzept veranschlagt wäre. Aber ich glaube, es gibt Punkte, wo man öffentlich was darlegt und es gibt Punkte, wo man dann auch am Tisch verhandelt. Und ich glaube, als Ampel wäre es ganz gut, wenn wir manchmal schneller zum Zweiten kommen. Jetzt wird es schwierig. RCLB89 hat über Insta gefragt, ist der aktuelle Benzinpreis hoch genug? Ich glaube, für viele Leute ist er zu hoch. Na, die Grünen wollten mal 5 Euro. Das stimmt, aber Positionen ändern sich ja auch. Wie möchten sich die Grünen in puncto Bahninfrastruktur, die erhebliche Milliarden verschlingen wird, in Zukunft gegen die FDP durchsetzen? Ich glaube, ein ganz zentraler Punkt, und daran arbeiten wir in der Ampel gerade, ist, dass die Infrastruktur gemeinwohlorientiert wird. Denn es wird immer so sein, dass es bestimmte Strecken gibt, die sich wirtschaftlich nicht lohnen. Aber da reden wir gerade über den ländlichen Raum, gerade die, die wir mitnehmen müssen, wenn es um die Verkehr der Zukunft geht. Und deshalb finde ich, das gemeinwohlorientiert zu machen, und dann müssen wir investieren. Sind wir den ersten Schritt gegangen, dadurch, dass die Lkw-Maut in Zukunft für die Schiene genutzt wird. Also nicht mehr Straße finanziert Straße, sondern Straße finanziert Schiene. Aber werden wir auch in Zukunft als Teil von der Investitionsagenda noch mehr Investitionen brauchen. Rana ASM möchte wissen, hat uns über Insta geschrieben, ihr Statement zur Justizreform in Israel. Ich muss sagen, gerade als Freundin Israels macht mir das nicht nur riesige Sorgen, sondern bin ich ziemlich schockiert darüber. Ich habe großen Respekt vor den vielen Menschen, die dort ja über Monate hinweg, über Wochen hinweg auf die Straße gegangen sind. Umso bitterer ist es, dass jetzt trotzdem die rechte Parlamentsmehrheit diese Reform durchgebracht hat, die am Ende ein Angriff auf die Unabhängigkeit der Gerichte und damit natürlich auch auf die Gewaltenteilung in der Demokratie ist. Niklas Hogreffe hat uns per Mail geschrieben, passt zu einer Frage, die ich direkt vorgestellt hatte. Warum werden die Spritkosten oder die Steuern dafür nicht gesenkt, wenn gerade auf dem Land lebende Bürger so massiv auf ihren Pkw angewiesen sind und dazu noch einen Standortnachteil im Vergleich zur Großstadt haben? Also ich fände es nicht sinnvoll, jetzt pauschal überall die Steuern zu senken in dieser Situation, sondern was wir machen müssen, ist gezielt unterstützen, also zu schauen, dass Menschen, die wenig Geld auf dem Konto haben, mehr Geld haben und es natürlich auch das Angebot gerade im ländlichen Raum auszubauen. Das Auto wird im ländlichen Raum immer eine Rolle spielen, aber dass man freier entscheiden kann, bin ich mit dem Auto unterwegs, mit der Bahn, mit dem Fahrrad, daran müssen wir jetzt arbeiten. Frau Lang, ich habe auch noch eine Frage an Sie, denn es ist ja gerade politische Sommerpause, es gibt die Sommerinterviews, die Leute kommen als Touristen nach Berlin oder sind gerade woanders im Urlaub. Das heißt, politisch passiert nicht viel. Andererseits aber sagt der Wirtschaftsminister gerade, wir haben eine große Krise der Wirtschaft, müssen gucken, ob es überhaupt noch eine Industrie gibt. Und da steht die Frage im Raum, Industrie, Strompreis oder Steuererleichterung. Das muss ja eigentlich dringend gelöst werden. Werden da jetzt Wochen ins Land gehen oder was? Wie müssen wir uns das vorstellen? Das wird auch gelöst werden. Denn wir haben eine Situation, wo wir zwar durchs letzte Jahr relativ stabil durchgegangen sind, dafür, wie groß die Aufgaben waren, unabhängig werden von russischem Gas und trotzdem jetzt gerade nicht über den Berg sind, sondern ja tatsächlich ein paar Entwicklungen in der Wirtschaft haben, die Grund zur Sorge geben. Und deshalb ist es jetzt so wichtig, dass wir wirklich dieses wirtschaftliche Fundament verteidigen. Da geht es um Bürokratieabbau, da geht es um Fachkräfteeinwanderung, aber es geht am Ende vor allem auch um Investitionen. Und ich finde, da sollten wir uns zusammensetzen als Regierung. Das sind in den Vorschlägen von Christian Lindner auch Punkte drin, die ich gut finde, wie zum Beispiel eine Klimaprämie. Da gehört für mich ein Industriestrompreis dabei. Da würde ich nicht mit pauschalen Steuersenkungen arbeiten, sondern wirklich mit gezielten Investitionen. Aber das wäre dann eine neue Investitionsagenda für Deutschland. Da geht es wirklich nicht darum, dass man Politikerinnen und Politiker den Urlaub nicht gönnt. Aber wann wird man sich da zusammensetzen? Ich kann Ihnen versichern, auch in den Sommerpausen finden Gespräche statt. Wir kommen zum Schluss mit Kurt Böge. Vielen Dank für die Frage über Twitter. Wie geht's der Wärmepumpe in Ihrer Bundeszentrale und was hat die gekostet? Gab einen Spiegelartikel, glaube ich, ne? Die sehr kompliziert ist, Unsummen an Geld verschlimmt und nicht fertig wird. Das ist tatsächlich eine Geothermieanlage mit einer Tiefenbohrung. Ich habe die genauen Kosten gerade nicht im Kopf. Zum Glück liegt das nicht auf meinem Schreibtisch als Parteivorsitzende. Wann wird die fertig? Das liegt auch nicht auf meinem Schreibtisch als Parteivorsitzender, aber bestimmt bald. Aber Sie kriegen die Bauarbeiten die ganze Zeit mit, weil es die Parteizentrale ist und das wird Sie wahrscheinlich selber nerven. Ich kann gut arbeiten bei uns im Büro, da müssen Sie sich keine Sorgen drum machen. Danny Hildebrandt hat die Abschlussfrage über Insta. Welcher Job wäre außerhalb der Politik für Sie in Frage gekommen? Ich hätte tatsächlich Wissenschaft sehr interessant gefunden. Ich hatte meinen Schwerpunkt in Rechtsgeschichte und Rechtsphilosophie und hätte mir vorstellen können, in dem Bereich weiterzuarbeiten.
Frau Lang, vielen Dank für die vielen Antworten. Vielen Dank vor allem aber für eure vielen Fragen. Und zum Schluss von mir nochmal der Appell. Ihr seht, das ist wirklich möglich hier. Fragen an die Spitzenpolitikerinnen und Politiker unserer Republik zu stellen. Die werden direkt weitergeleitet. Nutzt diese Chance, geht in die Debatte, geht in den Diskurs, anstatt polemisch zu werden, Hasspostings zu posten. Das ist eine verschenkte Chance. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.